Wasser, Gas, all das haben wir diese Woche mit unseren tollen Tipps schon gespart. Ja, heute haben wir ein anderes Thema, auch ein nachhaltiges Thema. Es ist Zero Waste. Es geht einfach darum, wie verbrauche ich einfach gar keinen Müll. Das geht schon mal ganz einfach in der Küche. Wer seine Lebensmittel in Gläsern aufbewahrt, kann mit diesen regelmäßig zum Unverpacktladen gehen, um aufzufüllen. Es entsteht also kein Plastik- oder Papiermüll. Außerdem lohnen sich Trinkflaschen, die jeden Tag aufs Neue mit Leitungswasser befüllt werden können. So muss niemand Flaschen kaufen und entsorgen. Im Bad kann man ganz wunderbar darauf verzichten, immer wieder neue Artikel aus Plastik und Co. zu kaufen. Hier bieten sich feste Seifen an. Sowohl zum Händewaschen als auch für Körper und Haare in der Dusche. Was im Bad auch super ist, sind diese Flaschen. Die sind zwar aus Plastik, aber die habe ich jetzt tatsächlich schon ewig, denn die lassen sich mit kleinen Glasreinigerpillen auffüllen, einfach dann mit Wasser wieder drauf. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man sich gar keine neue Plastikflasche mehr kaufen muss. Ein Hygienethema für die Frauen? Menstruationstassen anstatt Tampons. Eine solche Tasse hält bis zu 10 Jahre und kann jeden Monat benutzt werden. Im Schnitt benötigt eine Frau übrigens bis zu 11.500 Wegwerfhygieneprodukte wie Tampons und Binden in ihrem Leben. Was sich beim Thema Zero Waste natürlich auch super anbietet, ist, wenn man sagt, okay, ich möchte zu Hause jetzt einfach mal meinen Kleiderschrank ausmisten. Ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Da freuen sich auch andere Leute drüber, wenn man vielleicht in der kalten Jahreszeit mal Mützen, Schals, alles in die Richtung einfach ein bisschen spendet, vielleicht zum Roten Kreuz bringt in die Altkleidersammlung. Und dann hat auch jemand anders noch was davon und ich muss nichts wegschmeißen. Wer auch auf seinen CO2-Verbrauch achten will, tritt lieber regelmäßig in die Pedale, schont die Umwelt, den Geldbeutel und ist gut für jedermann. Heißt konkret, wir nehmen lieber das Fahrrad und nicht das Auto, weil es einfach besser ist, aber das weiß man ja sowieso schon. Wir haben jetzt einige Tipps zusammengetragen. Natürlich ist nicht alles für jeden was, aber es kann ja wirklich jeder Einzelne für sich mal überlegen, was passt für mich gut, was geht vielleicht gar nicht und einfach mal ein bisschen rumprobieren. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Kleiderspende mit unserem Fahrrad. Tschüss!